Diese Melodie schrieb der jüdische Komponist Samuel Blass aus der nordungarischen Stadt Eger. In seiner Heimatstadt war Samuel Blass Kantor an der städtischen Synagoge, gegenüber der er mit seiner Frau Rivka lebte. Zusammen bekamen sie 8 Kinder, von denen jedoch nur 5 den Holocaust überlebten. Samuel Blass war sehr aufgeschlossen und offen, so besuchte der Bischof der Stadt ihn und seine Familie des Öfteren. Zudem unterrichtete Samuel Blass seinen Kindern die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Kulturen. Seine Tochter Eva lernte beispielsweise Deutsch. Ihre Deutschkenntnisse retteten ihr später das Leben, als sie einem deutschen Soldaten, der eine Waffe auf sie gerichtet hatte, sagte, dass er es schnell hinter sich bringen solle. Daraufhin meinte der Soldat, er könne sie nicht erschießen, da sie dieselbe Sprache sprechen. Bereits seit August 1940 bestand in Ungarn eine Arbeitspflicht für jüdische Männer im wehrpflichtigen Alter. Im Verlauf des Krieges verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen in diesen sogenannten Arbeitsbataillonen zunehmend. Auch Samuel Blass wurde Anfang der 40er Jahre für den ungarischen Arbeitsdienst rekrutiert. Dort lernte er seinen neuen Freund Samuel Lazarowitsch kennen, dem er seine eigene ungarische Version und Melodie des Pessachliedes Rad Gatja, übersetzt ein Lämmlein, beibrachte. Dieses Lied, welches am Sederabend des Pessachfests gesungen wird und in der vorhergegangenen Aufnahme zu hören war, schrieben sie auf ein zufällig gefundenes Blatt Papier. Auf einem Heimatbesuch im Dorf Hedjes versteckte Lazarowitsch das Blatt in einem Seitenschrank seines Hauses. Als 1944 die deutsche Armee in Ungarn einfiel, wurde Samuel Blass als einer von vielen Juden ermordet. Lazarowitsch hingegen wurde ins KZ Dachau deportiert und konnte nach dem Kriegsende 1945 in seine Heimatstadt Hedjes zurückkehren, wo er feststellte, dass der Schrank, in dem er die jüdischen Kultgegenstände verwahrte, unversehrt war und damit auch das vergilbte Notenblatt mit der ungarischen Version des Pessachliedes Rad Gatja, verfasst von seinem toten Freund Samuel Blass. Das jüdische Fest Pessach, zu dem das Lied Rad Gatja gesungen wird, wird 7 Tage lang gefeiert und erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Das Fest wird mit dem Sederabend eingeleitet, welcher schon von Jesus kurz vor seinem Tod in Jerusalem gefeiert wurde. Dieser beginnt mit einem gemeinschaftlichen Essen, für das traditionelle jüdische Gerichte zubereitet werden. Wichtig hierbei ist zum Beispiel, dass alle Lebensmittel ungesäuert sind und das Geschirr zuvor koscher gemacht wird. Vor dem Sedermahl wird aus der Haggadah vorgelesen, in welcher der Auszug aus Ägypten beschrieben wird. Es ist Tradition, am Sederabend 4 Gläser Wein zu trinken. Ein Platz am Tisch wird für den Propheten Elia freigehalten. An diesem Abend wird auch das Lied Rad Gatja gesungen, welches von einem kleinen Lämmchen handelt. Das Lämmchen wird vom Vater mit 2 Münzen gekauft. Daraufhin wird es von der Katze gefressen. Die Katze wiederum wird vom Hund gebissen. Nach diesem Schema folgen noch weitere Tiere und Gegenstände, welche jeweils von ihrem Nachfolger misshandelt werden. Da das Lied ein kumulatives Lied ist, wiederholt jeder neue Vers alle vorherigen. Zu dem Stück gibt es mehrere Interpretationen. Eine Interpretation ist beispielsweise, dass das Lied das Schicksal des unschuldigen Lämmchens mit dem Schicksal des jüdischen Volkes vergleicht, welches in seiner Vergangenheit von unterschiedlichen Völkern unterdrückt wurde. Nach dem Sederabend ist das restliche Pessachfest von verschiedenen Bräuchen geprägt, wie zum Beispiel Pessachgebete, Weihrauchrituale oder das Anzünden von Feiertagskerzen. Auch in den Konzentrations- und Kriegsgefangenenlagern versuchten Juden und Jüdinnen während des Holocausts weiterhin, soweit es ihnen möglich war, die jüdischen Feste und Traditionen aufrechtzuerhalten. Nach den Dienstvorschriften der KZs ist kein explizites Verbot religiöser Praxis zu finden. Aber gleichwohl gibt es Bestimmungen, die die Praxis behindert haben. So wurde den Juden und Jüdinnen beispielsweise jeglicher Privatbesitz, darunter auch religiöse Gegenstände, abgenommen. Nach Überlieferungen scheint es jedoch beispielsweise in Theresienstadt das ungesäuerte Brot, welches während des Festes gegessen wird, gegeben zu haben. Was die Ausführungen des Pessachfestes ebenfalls erschwerte, waren Versammlungsverbote von größeren Personengruppen, wodurch ein gemeinsames Zusammenkommen oftmals nicht möglich war. Doch diese Einschränkungen hinderten die Juden und Jüdinnen nicht daran, das Pessachfest so gut wie es ihnen möglich war, zu zelebrieren.
Der religiöse Gehalt gab ihnen neue Kraft und schaffte einen Vergleich zwischen der aktuellen Situation und der Befreiungsgeschichte des jüdischen Volkes, wodurch neue Hoffnung entstand.